Hallo zusammen, ich begrüße euch recht herzlich auf unserer Facebook- und Instagram-Seite zu unserem neuen Format Kamingespräch mit heute unserer Bundestagsabgeordnete Nina Wagen. Hallo Nina. Hallo David. Du bist ja unsere aktuelle Bundestagsabgeordnete und du warst auch die ehemalige stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Union. Du hast nun 60 Sekunden Zeit, um dich bei unseren Zuschauern vorzustellen. Ja, hallo, Nina Wagen, mittlerweile 41 Jahre alt, leider nicht mehr in der Jungen Union, verheiratet. Wir haben 3 kleine Söhne, wohnen in Tauberbischofsheim. Im normalen Leben bin ich Rechtsanwältin und seit 2013 mit einer Unterbrechung Mitglied des Bundestages, dort vor allem in der Innen- und Rechtspolitik tätig. Ich bin über die Kommunalwahlen und dann über die Jungen Union in die Politik gekommen. Das war kurz nach dem Abitur, habe angefangen im Kreisverband, war dann auch stellvertretende Bezirksvorsitzende und stellvertretende Landesvorsitzende und du hast schon gesagt, stellvertretende Bundesvorsitzende. Im Bundesvorstand habe ich dann meinen Mann kennengelernt auch, der aus dem Saarland zu uns gezogen ist. Und es hat mir immer total viel Spaß gemacht, kenne noch sehr, sehr viele Freunde aus der Jungen Union, die ich teilweise auch in Berlin wieder getroffen habe. Und ja, freue mich jetzt auch, hier für die Heimat Politik machen zu können, natürlich auch für die junge Generation. Sehr schön, das hast du wirklich sehr schön gesagt. Und es freut mich besonders, dass du auch sehr gute Erinnerungen an die Jungen Union hast. Absolut. Du bist ja auch auf Facebook, Instagram sehr stark vertreten. Deswegen haben wir 5 Fachwörter bzw. Begriffe aus der Jugendsprache rausgesucht und du sollst erklären, was das bedeutet. Unser erster Begriff liegt hier, du darfst den rausnehmen, dann in die Kamera zeigen und dann sag, was es bedeutet. Harzen. Ich würde mal sagen, das hat irgendwas mit Hartz IV beziehen zu tun und wahrscheinlich dann das als sozusagen einzige Tätigkeit mit den Kommt. Hartz IV-Bezug zu haben. Ja, die Richtung genau. Stimmt auf jeden Fall, das heißt einfach nur rumhängen. Das heißt also einfach mal nichts machen, sondern chillen, wie wir auch sagen würden. Tust du auch manchmal rumhängen oder ist bei dir eigentlich immer Stress? Es ist schon immer viel los, man ist ja auch durch das Handy immer ständig erreichbar, aber ich tue auch gerne auch mal nichts machen, auf jeden Fall. Gehört einfach dazu. So, dann kommen wir zu unserem nächsten Begriff. No Front. Kannst du vielleicht herleiten? Keine Grenze. Kein Angriff. Kein Angriff. Jetzt, wenn ich dir Kritik ausüben würde, würde ich erstmal sagen, no front, also kein Angriff. Und dann meine Kritik äußern. Okay. Genau. Alles klar. Jetzt gehen wir zu unserem dritten Begriff. Oh Gott. YOLO? Noch nie gehört? Nee, also bestimmt schon gelesen. Ist etwas älterer Begriff. Das heißt, you only live once. Also nutze die Zeit für das möglichst viele Ereignisse. Sollte man eigentlich als Ziel vornehmen, weil man ja wenig Zeit auf der Erde hat und deswegen so viel mitnehmen sollte, wie man kann. Tust du es auch manchmal oder sagst du eher, ich bin entspannter und Schritt für Schritt? Ach, beides irgendwo, glaube ich. Also ich bin jetzt nicht so super abenteuerlustig und muss alle Chancen ergreifen und alles mitmachen, aber glaubst du eine Mischung? Gehört dazu. Der nächste Begriff? Lost. Das heißt hoffentlich verloren. Richtig, den Durchblick verloren. Kennt bestimmt jeder. Ja, genau, das schon. Durchblick verloren. Keine Kennt Ahnung. Bestimmt jeder, dass man mal in einer Situation ist und den Durchblick verliert. Ja, das sage ich sogar öfter, dass ich jetzt lost bin in irgendeinem Thema oder so. Was machst du dann, wenn du zum den Beispiel Durchblick? Bei Begriffe erraten. Bisher hast du dich aber gut geschlagen. Was machst du, wenn du den Durchblick verloren hast? Ach, erstmal durchatmen und dann nochmal alles sammeln, alles irgendwie auf den Tisch legen und versuchen irgendwie weiterzukommen, Infos einzuholen. Ja, also sachlich gehst du die Sache dann an. Genau. So, gut, dann haben wir es gleich geschafft, unser letzter Begriff. Swag. Swag. Keine Ahnung. Ich würde sagen, du hast heute eine Swag-Ausstrahlung. Swag. Also lässige Ausstrahlung. Okay. Ja, wie du siehst, in der Textnachricht wird viele andere Wörter benutzt als in der Umgangssprache bei uns. Vielleicht nimmst du auch ein paar Begriffe für deine Facebook- oder
Instagram-Seite mit. Gerne. Und ich finde, du hast es sehr gut gemacht, oder wie wir sagen würden, läuft bei dir, Nina. Das wäre auch was gewesen, was ich dann gewusst hätte vielleicht. Okay. Sehr gut. Dann können wir gerne mal anstoßen mit einer Tasse Tee. Zum Wohl. Gerne. Und kommt direkt zu unserem nächsten Quiz. Das ist Zitat erraten. Darum geht es, wer das gesagt hat. Und du kannst dann zu der Aussage oder zu der Person was sagen. Deine persönliche Meinung oder vielleicht verbindet es dich in eine Form. Mhm. Unser erstes Zitat ist, lieber einmal in der Woche freiwillig Spinat mit Ei als jahrelang unfreiwillige Überwachung durch die NSA. Ach Gott, es muss irgendwie, keine Ahnung, jemand von den Grünen oder Linken vielleicht gewesen sein. Grüne, stimmt. Ja, Konstantin von Notz, oder wer war das? Das war die Frau Katrin Göring-Eckardt, ihre Kollegin im Parlament. Und du warst ja die Obfrau der NSA-Untersuchungsausschuss. Würdest du diese Aussage zustimmen oder wie siehst du die ganze Sache? Ach, ich esse zum einen gerne Spinat und glaube auch, dass diese ganze NSA-Geschichte ziemlich hochgekocht war. Man muss natürlich gucken, dass da alles mit rechten Dingen zugeht, aber wir haben im Ausschuss eigentlich viele dieser Vorwürfe gar nicht bestätigen können. Also, dass wir jetzt hier massenweise und einfach anlasslos überwacht werden, hat sich so nicht bestätigt. Und ich habe da eigentlich auch Vertrauen in die Behörden. Man muss wachsam sein, man kann aber vertrauen. Sehr gut. Der nächste Spruch ist, Merkels Programm ist ein Märchenbuch. Von wem könnte es stammen? Das könnte vielleicht von der FDP stammen oder von der AfD. Nee, ist tatsächlich nicht. Von der SPD. Ah, okay. Der ehemalige SPD-Fraktionschef Frank Walter Steinmeier und der jetzige Bundespräsident hatte das damals gesagt. Findest du, dass er recht hat, dass Merkel nicht umsetzt, was sie verspricht? Ja, das finde ich überhaupt nicht. Also man sagt ja oft irgendwie, sie würde da so ein bisschen sehr ruhig und so regieren, aber ich glaube in der jetzigen Zeit, aber auch in vielen Jahren ihrer Amtszeit, hat es ja auch bewiesen, dass es auch ganz gut ist. Und ich denke, sie hat schon vieles umgesetzt, sind viele Reformen angegangen worden. Wir haben Bereich innere Sicherheit, wir haben die schwarze Null, also wir haben die Schulden sozusagen runter gemacht, haben die Schuldenbremse im Grundgesetz. Also sie hat was für Ältere getan, für Jüngere. Ich glaube, man kann ihr da keine Märchen vorwerfen. Ich kann dir absolut nur zustimmen. Ich finde, sie macht eine sehr gute Arbeit und ich bin gespannt, was nach Frau Merkel kommt als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. Ja. Unser nächstes Zitat ist, ich denke, wir haben in der Pandemie vermutlich einen besseren Job als jedes andere Land gemacht. Das ist wahrscheinlich von der CDU oder der SPD. Nee, auch. Gar nicht von Deutschland, sondern außerhalb Deutschland. Ah, okay, cool. Das ist von dem 45. Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, gewesen. Findest du, dass er eine gute Corona-Politik gemacht hat? Und wenn du die mit unserer vergleichst, sind wir viel besser als die? Also man kann natürlich die Länder gar nicht so wirklich vergleichen. Der hat, denke ich, am Anfang das viel zu sehr verharmlost und viel zu sehr laufen lassen. Wo er sein Land gut aufgestellt hat, war bei der Beschaffung vom Impfstoff und auch jetzt beim Impfen. Da sind die, denke ich, gut aufgestellt. Ansonsten gibt es da natürlich auch in vielen Ländern, Bundesstaaten auch harte Lockdowns. Die Kinder seit Monaten nicht mehr in der Schule und so, was wir hier gar nicht so mitbekommen. Und ich glaube, wir müssen uns da nicht dahinter verstecken. Die haben einen anderen Weg gegangen und wir sind jetzt, sag ich mal, bis auf die Dinge, die nicht so gut funktionieren, eben auch gut durchgekommen. Klar, das finde ich auch immer schwierig, wenn man sagt, ja, zum Beispiel in Dänemark klappt es gut, warum klappt es nicht in Deutschland? Weil man die Länder nie wirklich vergleichen kann, sind ja verschiedene Formen der Länder. Deswegen stimme ich dir absolut zu, Nina. Unser nächstes Zitat ist, ich glaube, die Dinge, die du im Leben am meisten bereust, sind diejenigen, die du nicht gemacht hast. Ein Tipp, es ist kein Politiker. Ja, das würde ich mir denken. Ich meine auch, dass ich das schon selbst gelesen habe, weiß aber nicht von wem. Irgendein Sportler oder ein Schauspieler? Das ist von dem Gründer der Apple, Steve Jobs gewesen. Okay. Genau. Wie stehst du zu dieser Aussage? Das stimmt natürlich. Ich sage immer, man soll auch nicht zu sehr rückwärtsgewandt sein und immer nicht sagen, hätte.
Aber klar, man muss sich schon bewusst sein, man hat eben auch eine Chance und da die muss man ergreifen und die Dinge tun, die man für gut und für richtig empfindet. Und man muss auch irgendwie was versuchen, für die nächsten Generationen zurückzulassen. Ja. Unser letztes Zitat ist heute von einer Person, die du vielleicht auch kennst. Okay. Die Meinungsfreiheit kennt Grenzen und die beginnen da, wo gehetzt wird, da, wo Hass verbreitet wird. Die beginnen da, wo die Würde anderen Menschen verletzt wird. Und dagegen werden und müssen wir uns stellen in diesem Hause. Von mir selber? Könnte das fast passieren? Nein. Das ist aber ein richtiger Satz, nein. Von, ich weiß nicht, vielleicht der Justizministerin oder das könnte im Prinzip, könnten das ganz viele Kollegen gesagt haben. Das war von der Bundeskanzlerin, bei der Diskussion, wo die AfD gesagt hat, dass wir keine Meinungsfreiheit haben, hat Merkel ja diese Aussage getätigt. Genau. Siehst du eine Verschiebung der Meinungsfreiheit in Deutschland oder siehst du die gesichert? Ich finde, die Meinungsfreiheit ist gesichert. Das sieht man ja daran, dass auch jeder seine Meinung, so blöd wie sie noch sein kann, auch frei sagen kann. Natürlich gab es Kritik an vielen Corona-Maßnahmen, die grundrechtseinschränkend waren, aber ich denke mal, die Meinungsfreiheit, die ist hier vollumfänglich gegeben. Man muss halt nur auch gucken, dass die auch jeder in einem gewissen Maße dann zum Ausdruck bringt. Also beleidigen geht nicht, bedrohen geht nicht und auch diese ganzen Demos, wo du dann am Ende irgendwie demolierte Städte hast und angegriffene Polizisten und solche Dinge, da endet für mich auch die Meinungsfreiheit, das muss man auch ganz klar sagen. Aber die ist gewährleistet, da stehen wir, deswegen sagte ich auch, so sagen wir das auch sehr oft, also da stehen wir dazu, nicht alle im Plenum, aber viele. Und dafür bürgen ja auch zum Beispiel unsere Polizistinnen und Polizisten, die die Demos beschützen. Hast du sehr gut formuliert, kann man nicht widersprechen. So, Nina, du bekommst jetzt gleich nochmal 60 Sekunden, um zu sagen, warum du die perfekte Abgeordnete für unser Wahlkreis bist, für junge Menschen. Ich bin jetzt zwar kein Junge Union-Mitglied mehr, weiß aber, glaube ich, auch durch die eigene Familie, was vor allem junge Familien für Sorgen und für Probleme haben, was sie brauchen, welche auch Betreuungsinfrastruktur sie brauchen, wo sie vielleicht auch finanzielle Unterstützung brauchen, weiß, was diese Menschen umtreibt, kann mir aber auch oder kann mich auch noch reinversetzen in die jungen Menschen, die in der Schule sind, Schulabschluss machen, studieren gehen wollen, welche, sag ich mal, Anforderungen sie an die Heimat haben, welche Wünsche. Und ich glaube, was die Heimat betrifft, ist es vor allem hier gute Infrastruktur, Internet, gute Versorgung, Möglichkeit hier auch einen Job zu finden. Da müssen wir dranbleiben, dass das hier in der Gegend auch möglich bleibt. Und junge Menschen sind auch, denke ich, die Bereiche Klimapolitik und auch Nachhaltigkeit, nachhaltiges Haushalten wichtig und dafür möchte ich mich einsetzen. Super, also für mich wärst du eine perfekte Abgeordnete. Ich werde auch deine Unterstützung auf jeden Fall zusichern. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg am 7.4. bei der Vertreterversammlung und auf einen guten Wahlkampf mit dir. Auf den freue ich mich auch, wenn es soweit ist. Vielen Dank. Ich danke, dass du da warst. Ich hoffe, der Tee hat dir geschmeckt. Sehr leckerer Tee. Jawohl. Sehr schön. Und der Kamin war heiß genug. Und wir sehen uns bald wieder. Danke. Dankeschön. Ich bin ganz schlecht im Zitate und Begriffe raten. Es war schwer, vor allem den letzten.